Herausforderung auch für Borussia Düsseldorf darstellt. Müssen mal schauen jetzt hier, wie die Reihenfolge ist. Genau, Patrick Franziska im ersten Spiel gegen Carlsson, das zweite Spiel Thiago Apollonia gegen Timo Boll und im dritten Match Patrick Baum gegen Anton Kallberg. Nun, ich denke schon, dass Borussia Düsseldorf da insgesamt favorisiert sein wird. Auf der anderen Seite haben wir hier einen sehr, sehr gut spielenden Patrick Franziska gesehen, der auch in der Lage ist, gegen Timo Boll eine sehr, sehr gute Partie zu machen, auch wenn er zunächst mal gegen Christian Carlsson jetzt in die Box muss. Und das ist sicherlich schon ein Spiel, was der FC Saarbrücken gewinnen muss. Boll will hier der FC Saarbrücken wirklich um den Titel mitspielen. Gibt ja dann immer ein paar Möglichkeiten, wie man gegen eine Mannschaft wie Borussia Düsseldorf gewinnen kann. Eine Möglichkeit ist, gegen Timo Boll irgendwie zu versuchen zu breaken. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, Timo ist sehr souverän im Augenblick, vielleicht macht er die zwei Punkte, aber wir haben ja noch andere drei Spiele. Und ja, das wird sicherlich der Versuch sein vom FC Saarbrücken, auf der einen Seite zu sagen, jeder kann ein Spiel gewinnen oder eben natürlich auch Patrick Franziska in einem möglichen Match später gegen Timo Boll, ja, dass Timo da eben wirklich auch attackiert wird. Bin gespannt jetzt hier gleich für das erste Spiel. Das habe ich mehrmals schon gesehen. Und ja, das geht eigentlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Sehr, sehr offenes, echtes 50-50-Spiel. Interessante kurze Episode am Rande. Patrick Franziska ja liiert mit der Schwester von Christian Carlsson. Wir sehen hier Christian Carlsson, Linkshänder, 27 Jahre alt. Eine absolute Stütze der schwedischen Nationalmannschaft. Wird sich sicherlich dieses Jahr auch einiges vorgenommen haben für die Weltmeisterschaft in Halmstad in Schweden. Und Patrick Franziska, der sich jetzt hier sehr, sehr gut präsentiert hat gegen Hugo Calderano. Sicherlich ein Spieler, der über dem Tisch sehr, sehr gut, sehr, sehr erwachsen und sehr, sehr weit insgesamt ist. Kann sicherlich noch ein bisschen sich verbessern, was die Beinarbeit angeht. Aber jemand, der sehr, sehr gut Spiele lesen kann, der sehr, sehr gut Spiele steuern kann. Wichtig ist halt, wie gesagt, er muss zwischendurch auch richtig lernen, abzuschätzen, wann er etwas mehr Gas, wann er etwas Gas wegnehmen muss. Aber das sind Dinge, da arbeitet das Team um Jörg Roskopf, die ja im Übrigen die Nationalmannschaft am 1. Januar schon zum Training gebeten hat. Da wird da sicherlich sehr intensiv dran gearbeitet, um natürlich auch bei den Weltmeisterschaften dieses Jahr in Halmstad dann ja das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Auf der einen Seite vielleicht auch die Chinesen zu versuchen herauszufordern. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die anderen Nationen absolut beachten. Nicht nur Japan, da gilt es auch die europäischen Nationen, wie zum Beispiel Frankreich, aber eben auch Schweden zu beachten. Also, das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber jetzt konzentrieren wir uns zunächst mal auf die spannende Geschichte des heutigen Tages, auf Patrick Franziska gegen Christian Carlsson. Carlsson als Linkshänder in der Lage, mit seiner eigenen Rückhand sehr, sehr viel Druck zu erzeugen. Spielt sehr, sehr fest, hat unheimlich hohe Durchschlagskraft in seinen Schlägen. Patrick Franziska auf der anderen Seite, wir haben ihn ja vorhin schon gesehen gegen Calderano. Jemand, der auch sehr, sehr gut das Spiel lesen kann, sehr, sehr gut beschleunigt, aber eben das Spiel auch sehr, sehr gut über den Tisch steuern kann. Besserer Start hier für Christian Carlsson mit dem Glücksball auf seiner Seite. Ja.
Ich erwarte hier nicht sehr lange Ballwechsel. Dazu spielen beide insgesamt zu aggressiv. Es wird sicherlich versucht werden, bei beiden etwas mehr über die kurze Vorhand aufgebaut zu werden. Dann wird sicherlich auch der erste Ball wieder sehr, sehr aggressiv gespielt werden. Christian Karlsson ja jetzt im ersten Halbfinale gegen Omar Asar im fünften Satz Verlängerung gewonnen. Und auch ein sehr, sehr ausgeglichener Auftakt. Beide mit den langen Aufschlägen als Variation, als Variante. Damit man eben auch über dem Tisch nicht zu sehr mit Rückhand eben wartet. Sehr gutes Timing hier, frühes Timing mit der Rückhand. Noch das erste Mal eigentlich so einer der Paradeschläge von Patrick Franziska. Mit der Rückhand aus, Mitte Vorhand. Die Qualität ist dort sehr, sehr hoch. Das gilt es immer genau abzuschätzen. Wie gesagt, wenig lange Ballwechsel. Das ist bei der Qualität der beiden und bei der Spielanlage, möglichst früh den Punkt zu gewinnen, wirklich auch nicht anders zu erwarten. Sehr gut gemacht. Hier eigentlich kein schlechter Rückhand-Topspin von Patrick Franziska, auch parallel. Aber Christian Karlsson hat auf den Ball gewartet, spielt den kurzen Weg, den parallelen Weg zurück. Und überrascht Patrick Franziska. Hier mal ein etwas längerer Ballwechsel, eigentlich gut geflippt von Christian Karlsson. Aber Patrick Franziska, das ist mir im letzten Spiel auch schon aufgefallen, hat sich jetzt hier gut bewegt. Auch wenn er etwas spät mit der Vorhand jetzt dran war, trotzdem hat diesen Abdruck nach vorne versucht, eben sich dann immer wieder gut zum Ball zu stellen. Das wird auch Jörg Roßkopf, den Herren-Bundestrainer, freuen. Zweite Mal, dass er ein bisschen overpowered schon beim Rückschlag. Vielleicht gar nicht unbedingt nötig, jeden Ball anzuflippen. Vielleicht auch mal gut, den Ball kurz in Vorhand zu legen. Sehr guter Ball hier von Christian Karlsson. Gut weitergespielt in der Kombination nach dem weichen Vorhand-Topspin mit Rückhand quasi nachgegangen. Sehr frühen Treffpunkt. Kein schlechter Ball eigentlich, aber hier einfach sehr, sehr gut gespielt von Christian Karlsson. Das ist schon der zweite Ball, den Patrick Franziska aus so einer Position mit Vorhand verzieht. Das sind die kleinen Punkte, die er braucht. Er war nicht bereit dafür, weiterzuspielen. Hat Christian Karlsson hier sehr, sehr gut in seiner Rückhand reagiert. Da rutscht ihm der Aufschlag halblang raus. Und so schnell gibt es dann 4 Satzbälle für Borussia Düsseldorf, für Christian Karlsson. Das ist eigentlich so der Ball, diese kurze Vorhand, solange er nicht seitlich rausgeht, dass er wirklich über dem Tisch bleibt. Da ist Christian Karlsson oftmals etwas spät. Hier sehen wir es. Und im nächsten Ball kommt Patrick Franziska sehr, sehr gut über den Tisch. 10:8 Führung, 2 Satzbälle abgewehrt, aber immer noch 2 Satzbälle für Christian Karlsson. Da wird Patrick Franziska sich etwas ärgern, dass er diese 2 Vorhandbälle liegen hat gelassen. Aber jetzt hat er Aufschlag. Und der dritte abgewehrt. Mit guten Bällen, sehr, sehr aggressiv jetzt gespielt.
lange zu warten und dann aggressiv den Ball in die tiefe Rückhand zu spielen. Trotzdem konnte er den Schnitt nicht ganz unter Kontrolle bringen. Da gritscht der Aufschlag raus. Und dann nutzt er den vierten Satzball zum 11:9. Das ist immer so ein schmaler Grat, auf dem sich die Spieler bewegen. Der Aufschlag darf nicht zu kurz sein, weil dann ist es zu einfach, ihn mit der Rückhand zu attackieren. Und wenn er halblang ist, so wie jetzt zum Schluss, können die Spieler vielleicht direkt mit der Vorhand auf den ersten Topfen sehr, sehr aggressiv spielen. Deswegen ist es ganz ungemein wichtig, die genauen Treffpunkte auf dem Tisch zu haben, damit eben dort der Rückschlag nicht ganz so aggressiv gespielt werden kann. Satz 1 geht mit 11:9 an Christian Karlsson. Satz Nummer 2. Patrick Franziska hat den ersten Satz hier knapp verloren. 11:9. Jetzt aber Aufschlag. Jetzt war auch der Aufschlag schon wieder etwas rausgerutscht und hat ihn da in eine etwas schlechtere Position schon gebracht. Christian Karlsson gut dann, mit der Rückhand nachzugehen. Sehr, sehr speziell eigentlich. Da sieht man, welche Position da Patrick Franziska hat. Eigentlich ist das die Vorhandposition und da ist er einfach dort geblieben. Und hat Rückhand quasi aus der Halbdistanz, aus diesem Vorhandbereich gespielt. Eigentlich untypisch. Das zeigt, wie sich Tischtennis auch mit dem Rückhandrückschlag insgesamt verändert. Gut gespielt hier von Christian Karlsson. Gut über den Tisch gekommen. Franziska nicht unbedingt erwartet. Hier guter Flip noch, etwas Vorwärtsrotation. Patrick Franziska den Schläger zu spät geschlossen. Bleibt dabei, die kleinen Punkte beherrschen das Spiel von beiden Seiten. Eröffnungsfehler mit der Rückhand, da fehlt etwas die Distanz. Die richtige Distanz war etwas nah am Tisch. Das wird auch Slobodan Grujic, der Trainer von Saarbrücken, so sehen. Der natürlich davon träumt, dass Saarbrücken dieses Finale hier gewinnt. Und da war er wieder. Wenn er den Aufschlag gut liest, dann kann er ruhig den Ball in die kurze Vorhand spielen. Wenn der Ball mit einer guten Qualität dorthin gespielt wird, dann kriegt er oft die Möglichkeit danach, mit Rückhand nachzuspielen. Und
Aber wieder der Aufschlag zu sehr halblang. Erinnern wir uns, erster Satz 10-9, Aufschlag ging halblang raus. Jetzt wieder, da muss Patrick Franziska aufpassen, dass er da eine bessere Platzierung beim Aufschlag hinbekommt. Wieder der lange Aufschlag und es ist ganz interessant zu sehen, wie Christian Karlsson oder was für eine gute Reaktion Christian Karlsson insgesamt beim Passiven verfügt. Hier hat er auch wieder die Möglichkeit gehabt, nochmal zurückzukommen. Da muss sich Patrick Franziska darauf einstellen, dass er wirklich einen Ball mehr spielt, weil das passive Spiel von Christian Karlsson ist sehr gut. Ja, im ersten Satz auch schon gesehen, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, bevor dann Christian Karlsson 4 Punkte in Folge machte, 10-6 Führung sich erarbeitete. Dann kam Patrick Franziska nochmal zurück auf 10-9, aber am Ende das bessere Ende für Christian Karlsson für sich. Und jetzt auch wieder so eine wichtige Situation in der Mittelphase des Satzes. Mal in dieser Phase 2 Punkte Führung für Patrick Franziska. Es wäre ja so eminent wichtig, jetzt diesen Satz zu nehmen, um einfach generell im Spiel zu bleiben. Gut gearbeitet und jetzt hat man einmal mehr auf der einen Seite gesehen, dass auch Christian Karlsson den Aufschlag etwas rausrutscht, halblang rausrutscht. Man hat gleichzeitig auch gesehen, was für eine gute Kontrolle Christian Karlsson hier hat, aber am Ende der aktivere gewinnt den Punkt und der war Patrick Franziska. Patrick Franziska gelingen, den Aufschlag gut kurz zu kontrollieren. Dazu muss er natürlich schauen, wo setze ich den Aufschlag auf meiner Tischhälfte. Guter Aufschlag. Der Aufschlag war etwas kürzer, ging gerade so, wir werden es gleich in der Zeitlupe sehen, über die Tischkante. Wenig verschätzt war, etwas zu weit weg vom Ball. Nur noch 9-8. Und das muss eigentlich der Ball für Patrick Franziska sein. Der lag eigentlich. Guter Aufschlag. Fehlt ihm etwas, diese Oberkörpervorlage, dass er über den Tisch kommt, um den Ball dann zu verwandeln. 9-9, Aufschlag. Christian Karlsson. Satzball Christian Karlsson nach diesem, ja, will ich sagen, vermeidbaren Fehler, aber nach diesem risikoreichen Rückschlag mit der Rückhand. Und hat er das Glück des Tüchtigen, hat er etwas auf den Finger gleich gehoben, weil er den Ball nicht sauber beim Gegenspin getroffen hat. War bereit für Vorhand, für den Gegenspin. Ganz enges Match. Christian Karlsson verschätzt sich mal beim Rückschlag,
Wollte den Ball jetzt nur kurz ablegen. Satzball Patrick Franziska. Und da hat er ihn. Da hat er ihn, den Satz, der so wichtig ist für Patrick Franziska und für den FC Saarbrücken. Für mein Gefühl, Patrick Franziska war schon ja wirklich mit 8:5 Führung, war er vorne. Und da hat er 2, 3 in der Relation einfache Fehler gemacht. Aber ist dann zurückgekommen, hat bei 10:9 vielleicht auch klein wenig Glück des Tüchtigen gehabt. Aber so eminent wichtig dann am Ende dieser 12:10 Sieg, dieser zweite Satz, um eben einfach im Spiel zu bleiben. Saarbrücken bleibt dran, Patrick Franziska gleicht aus. Stefan Fegal, der bei diesem Final Four nicht zum Einsatz gekommen ist, der natürlich aber trotzdem Christian Karlsson die Daumen drückt. Patrick Franziska, der natürlich genau weiß, wenn Saarbrücken eine Chance haben möchte, dann muss dieses Spiel eigentlich für den FC Saarbrücken kommen. Aufschlag Karlsson. Immer genau überlegen, wie viel Risikoabschätzung, wie viel Risiko brauche ich bei Rückschlag. 1-0. Immer wieder vielleicht auch mal schauen, ob der Aufschlag halblang rausgeht, ob er rausrutscht, damit der Patrick Franziska als erster mit Topswing beginnen kann. 0-2. Auch bei Christian Karlsson immer wieder der lange Aufschlag. Als Variante. Darum geht es ja, den Gegner immer etwas zu verunsichern beim Rückschlag. 0-3. Fehlen etwas die Beine, da ärgert er sich. Der Hub aus den Beinen, um dieses kleine bisschen Boden reinzubekommen, der hat da gefehlt. Hier war er etwas besser, etwas mehr mit Rotation gespielt. Ist ja wichtig, dass man sich immer zum Ball bewegt. Gut mit Rotation. Das ist fast artistisch, wie Christian Karlsson hier versucht, den Gegenspin noch anzusetzen. 4-1. War richtig, denke ich, auf diesen halblangen Aufschlag so zu attackieren. Bei beiden ist auffällig, dass immer wieder auch mal der Aufschlag, ich denke fast ungewollt, halblang rausspringt. 2-4. Und beide wollen natürlich auch direkt mit dem ersten Ball den Punkt machen. Beide können ja das, sowohl mit Rückhand als auch mit Vorhand sehr, sehr aggressiv zu spielen, sehr, sehr früh die Bälle zu nehmen. 2-5. Glück des Tüchtigen und da parallel eröffnet, gar nicht mal unbedingt zu fest. Und Patrick Franziska hat den anderen Ball erwartet. Let 2-5. Wichtig jetzt da in dieser Phase aus Patrick Franziska, aus Saarbrücker Sicht dran zu bleiben. Ich denke, ganz entscheidend dabei ist eben, dass er auf seine Beinarbeit achtet, dass er sich zum Ball bewegt, damit die Bälle Netz raus eben zu vermeiden sind. 5-4. Da
Aber auch hier ein vermeidbarer Fehler von Christian Carlsen. Das gleicht sich am Ende aus. Ich denke, dass beide sich über die Wichtigkeit schon im Klaren sind. Auch wieder auf den etwas festeren Topspin gewartet. Das wird sicherlich auch ein Teil sein. Wir sehen es hier ganz gut nochmal. Gar nicht mal unbedingt so fest zu spielen. Sondern hätte Patrick Franziska den Weg nach vorne suchen müssen, etwas mehr in den Ball zu gehen, dann wäre der Gegenspin sicherlich auch gekommen. Vier, sieben. Schuldigt er sich. War jetzt kein tödlicher Netzball, aber hat schon den Rhythmus gestört. Da hat er ihn fast noch reagiert in der Rückhandseite. Einer der wenigen längeren Ballwechsel hier. Gut abgewehrt. Gut nach vorne gekommen und da erahnt Patrick Franziska, dass Christian Carlsen den Ball parallel nachziehen würde. 8:4 Führung. Geht jetzt zu schnell aus Sicht von Patrick Franziska. Hat er mehr Schwierigkeiten mit den Rückschlägen als in der Relation Christian Carlsen. 4:10. Ja, da ist er etwas überrollt worden. Muss Patrick Franziska jetzt diesen Satz sehr, sehr schnell abhaken und wieder neu die Konzentration suchen, wieder neu sich sammeln. Ja, vielleicht einfach nochmal überlegen, was ich mit meinem Aufschlag machen kann. Vielleicht als Variante auch den Gegenläufer nochmal mit reinnehmen. Vielleicht als Variante den langen Aufschlag mit einbauen. Nun warten wir mal ab, wie der nächste Satz laufen wird. Satz Nummer 4, wir werden es gleich wissen. Christian Carlsen hat insgesamt jetzt in diesem dritten Satz ein bisschen den dynamischeren Eindruck gemacht, hat auch auf die halblangen Aufschläge von Patrick Franziska sehr, sehr aggressiv direkt agiert, ist direkt über dem Tisch sowohl mit Vorhand als auch mit Rückhand gegangen und hat auf der anderen Seite auch ein ums andere Mal den Zieher von den Vorhand-Topspin oder Rückhand-Topspin von Patrick Franziska, ja, mit einem guten passiven Spiel beantwortet. Muss Patrick Franziska gucken, dass er gut am Anfang ins Spiel kommt. Und vor allem diese Eröffnungsfehler, die muss er vermeiden. Da muss der erste Ball auf den Tisch, um danach in den Ball zu kommen. Gut platziert, Ball ist nicht hochgekommen mehr. Guter Punkt für Patrick Franziska. Und jetzt war er selbst bereit, auf den etwas halblangen, rausspringenden Aufschlag mit Vorhand zu attackieren. Das war ja mit einer der Dinge, die Christian Carlsen so gut in Satz Nummer 3 gemacht hat. Muss ich dann zwischendurch etwas Zeit lassen, Patrick Franziska den Ball springen lassen. Sehr gut gespielt. Bin ich gespannt, ob Patrick Franziska es schafft, seinen Aufschlag gut kurz zu kontrollieren. Vor allem, wenn er lang angespielt wird, vor allem in Rückhandseite, den ersten Ball aggressiv, aber nicht zu aggressiv zu spielen. Gut mit Vorhand jetzt gespielt, bravo. Hat Christian Carlsen auch versucht, die kurze Vorhand anzuspielen.
Ist so etwas rausgerutscht. Hat mit Franziska gut mit Rotation angefangen. 2, 4. Hier kurz in Vorhand. Hat Patrick Franziska versucht, nochmal kurz zu legen. Der Ball rutscht ein klein wenig raus. Eigentlich trotzdem noch eine gute Chance zum Gegenspin. Aber die Rotation, die da entwickelt wird, ist natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Nicht ganz leicht, diesen Ball zu treffen. 3, 4. Hat er eigentlich gut angefangen, Patrick Franziska, auf den halblangen Aufschlag. Aber Christian Karlsson hat in der Diagonalen gewartet. Hat er ja auch schon im dritten Satz geschafft, einige Male sehr, sehr gut zu parieren auf den ersten festen Topspin von Patrick Franziska. 4, 4. Denn die Heister, wenn ich das richtig deute, zeigt das. Es langt manchmal auch, wenn du einen langen Rückschlag gespielt hast, kontrollier den Ball, bleib da vorne drin. So würde ich das jetzt deuten. 5, 4. Und diesmal war Patrick Franziska da, ist umgelaufen, hat ja ein oder andere Mal die Distanz mit der Rückhand nicht so optimal gehabt. Dann sicherlich ein gutes Mittel, zwischendurch auch mal rumzugehen, um dann eben mit der Vorhand in Bewegung zu kommen. 4. Und diesmal war er wieder mit der Vorhand dran. Ist ja schon so, dass Patrick Franziska auf der einen Seite sich auf seine Rückhand verlassen kann, auch verlassen muss, aber es ist ganz wichtig, immer wieder in die Bewegung zu kommen. Und das natürlich deutlich einfacher, wenn man zwischendurch einfach sagt, okay, ich versuche nach meinem Aufschlag mit der Vorhand nachzuspielen. 4, 5. Wir haben ein klein wenig Glück gehabt, der Ball hat ein wenig die Netzkante noch touchiert. Aber dann den zweiten Ball, den Karlsson versuchte kurz zu spielen, der stieg dann etwas. Hier sehen wir es. Und auf dem Ball ist Patrick Franziska sehr, sehr gut über den Tisch gekommen. So stellt er sich das vor. Ist auf dem Weg zum Satzausgleich. Jetzt springt der Aufschlag wieder doch ein klein wenig raus. Da muss man sich immer wieder auch klar machen, wo setze ich meinen eigenen Aufschlag auf meine eigene Tischhälfte auf. So kann ich dann steuern, ob der Aufschlag vielleicht bewusst oder unbewusst halblang wird. Der kann vielleicht wehtun. Hat er eigentlich eine gute Chance gehabt, hat ein klein wenig Körperspannung da verloren. Das ist eigentlich der Ball, den er vorher noch nach dem kurzen Rückschlag gut getroffen hat. Das wird ihn ärgern. 7. Sehr guter Flip, aber da war Christian Karlsson da mit der Rückhand. Und jetzt nimmt Patrick Franziska Timeout. Ich glaube, guter Augenblick, um das Timeout zu nehmen. Einfach die Geschwindigkeit des Flips mitgenommen, auch wenn er sich hier entschuldigt. Sehr, sehr guter Ball von Christian Karlsson. Jetzt gilt es, wieder die Ruhe in das Spiel zu bekommen. Ganz wichtig dabei, ihm auch einfach nochmal zu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, selbst zu eröffnen, dass ich mit den Beinen tief genug bin, dass der Oberkörper über den Ball geht, dass ich nicht zurückfalle, sondern nach vorne über den Ball gehe. Patrick Franziska wird natürlich auch einmal mehr darauf achten müssen, was passiert im Aufschlag-Rückschlag-Bereich. Hat ja jetzt deutlich weniger in diesem Satz die Rückhand-Banane eingesetzt, sich etwas mehr auf das Kurz-Kurz-Spiel konzentriert und vor allem auch ja, auf den möglichen halblangen Aufschlag von Christian Karlsson, damit er den vorhandlastig angreift. Im
immer wieder Probleme mit der Rotation, mit der Rückhand-Topspin-Rotation von Christian Karlsson. Er hat bislang noch keinen Winkel, um diesen Ball gut gegenzuziehen. Auch gut getroffen, es flach geblieben, dieser Ball. Nicht ganz leicht, den Gegenspin dort anzusetzen. Aber jetzt gilt es. Nach seinem eigenen Aufschlag muss er jetzt selbst versuchen, tief zu bleiben. Ganz wichtiger Punkt und unglaublich, wie da beide reagiert haben. Und da hat Christian Karlsson wirklich den Schläger einmal mehr dazwischen bekommen und hat ihn, jetzt man sieht es sehr gut, sogar direkt beschleunigt. Gut gelaufen dort. Ganz wichtiger Punkt für Patrick Franziska. Dann hat er versucht, wieder den Ball tief in die Rückhand zu schupfen. Etwas zu lang. Zwei Satzbälle für Patrick Franziska. Und Patrick Franziska hat tatsächlich auch angefangen, insgesamt etwas mehr mit Vorhand zu spielen, etwas weniger mit Rückhand zu arbeiten, die einfach in den Eröffnungen vorher auch das ein oder andere Mal einen Fehler produziert hatte. Diesmal kam der Wechsel, hat Christian Karlsson das gut gesehen. Ist nicht in der Diagonalen geblieben, sondern hat sofort dann den Wechsel in die Rückhand gemacht. Wir sehen es gleich noch in der Zeitlupe. Gut geblockt, hier nochmal gut reagiert, aber da kam der Wechsel parallel. Zu kurzer Weg, keine Chance für Patrick Franziska. Und die Rückhand macht dann. 2:2, alles offen in diesem Spiel. Das wirklich von viel von Taktik geprägt ist, viel von Kleinigkeiten geprägt ist, aber auch gleichzeitig ungemein spannend ist. Hier hat man es gesehen, sehr, sehr gut. Und diesmal geht er nach vorne über dem Tisch und er hat die Oberkörpervorlage. Und dann trifft er diese Welle. Sobald er etwas nach hinten fällt, dann verzieht er auch das ein oder andere Mal, vor allem die Rückhand. Und in dem Spiel ist wirklich alles drin, wechselnde Führungen. Wir haben nicht sehr viele lange Ballwechsel, aber die Ballwechsel, die etwas länger gehen, sind auf allerhöchstem Niveau. Sehr, sehr hohe Geschwindigkeit insgesamt. Und der fünfte Satz, der wird es am Ende jetzt bringen. Ja, und wir sind zurück mit Satz Nummer 5. Und es ist ganz interessant zu sehen, ich kann das hier von meinem Kommentatorenposten ganz gut, wie quasi die gesamte große Bank versucht mitzuhelfen, jeder nochmal einen Tipp zusätzlich gibt, weil natürlich alle merken, alle spüren, das ist jetzt wirklich die entscheidende Sache, die entscheidende Phase in diesem fünften Satz. Und da ist natürlich der Start ungemein wichtig. Franziska hier mit dem Versuch kurz zu legen, auch da wird der Ball langsam, stoppt ein klein wenig ab. 1-0. 2-0. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Augenblick jetzt. Der Fehlaufschlag, der nutzt natürlich Patrick Franziska. Und jetzt gilt es darum, in so einer wichtigen Situation, das kann ein ganz, ganz großer Punkt sein, ruhig beim eigenen Aufschlag zu bleiben. Man merkt das auch insgesamt. Christian Karlsson versucht mit Vorhand etwas mehr zu spielen, sich gut zu bewegen. Das Gleiche muss natürlich auch Patrick Franziska versuchen, um einfach immer in der Bewegung zu bleiben. Und so schnell kann das gehen. Zwei Rückschläge. Zwei Punkte. Auch hier bei beiden gar nicht unbedingt so, dass der Aufschlag so dominant ist. Und der Punkt für Christian Karlsson. Das ist immer der Ball, den Patrick Franziska versucht zu spielen, kurz in Vorhand. Aber wenn er etwas rausgeht, etwas steigt, dann ist es ganz schwer danach zu spielen, weil Christian Karlsson natürlich den Ball versucht, sofort zu punkten.
Und wieder mit der gleichen Aufschlagvariante. Etwas Überschnitt in den Aufschlag gelegt. Das wäre dann richtig der Augenblick gewesen, einmal auch anzuflippen, einmal eine Alternative zu dem kurzen Rückschlag zu spielen. Und das geht zu schnell. Nach der 2-0-Führung jetzt 5 Punkte in Serie. Guter Rückschlag, aber da war Patrick Franziska auch etwas spät danach. Man wird sich ärgern eigentlich in diesem Augenblick nach dem Aufschlagfehler von Christian Karlsson, gar nicht so diesen nächsten Punkt gemacht zu haben. Da ist Christian Karlsson derjenige, der sich jetzt in dieser Situation auf sein passives Spiel sehr, sehr gut verlassen kann. Aus diesem halblangen Ball ist natürlich auch für den Rechtshänder richtig schwierig, aus den Diagonalen rauszugehen. Das wäre die Möglichkeit gewesen, vielleicht mit Vorhand etwas mehr in Mitte zu platzieren. Er bleibt dabei, serviert sehr viel ohne oder ein ganz klein wenig Überschnitt. Patrick Franziska versucht weiter kurz zu legen, gelingt ihm zu schlecht. Christian Karlsson fängt an und gewinnt den Punkt. Let 7-2. Auch da hat er die bessere Antwort. Hat eigentlich eine Menge richtig gemacht. Patrick Franziska ist diesmal mit der Rückhand über den Tisch gekommen. Wir sehen es hier, hat den Schritt gemacht. Aber auch da war Christian Karlsson mit der Rückhand. Und geht dann gut mit der Vorhand nach. 8-2, 8 Punkte in Serie. Und jetzt hat er zumindest diese Serie mal gebrochen. Muss jetzt versuchen, sich mit kleinen Punkten zurückzukämpfen. Ich denke, Sie haben es auch gehört, dieses Nee von Patrick Franziska, der nicht glauben wollte, dass der Ball an der Netzkante war. Das zeigt aber, dass er wirklich nach wie vor im Spiel ist, dass er glaubt nach wie vor, dieses Spiel vielleicht noch mal knapp, vielleicht noch mal drehen zu können. Spät wieder am Ball und ärgert sich hier. 9-3. Jetzt kommt der Vorhand, flippt diesmal mit der gleichen Aufschlagvariante. Christian Karlsson nicht erfolgreich, weil Patrick Franziska sich dieses Mal entschlossen hat. Ich flippe den Ball, ich spiele den Ball aggressiv, ich reduziere mich nicht auf den kurzen Rückschlag. Sehr gut gespielt. Patrick Franziska ist noch da. Ja, und Denny Halster spürt das gleich. Gut geblockt. Und gut hier übernommen. 9-5. Und Danny Halster nimmt das Timeout. Ganz wichtig sein für Patrick Franziska, sich für die richtige Aufschlagvariante insgesamt zu entscheiden. Hat wie gesagt relativ wenig den Gegenläufer eingesetzt, vielleicht auch aus dem Grund, weil er Respekt dafür hat, dass dieser Aufschlag möglicherweise etwas rausspringt, etwas halblang wird. Wenn er den geraden Aufschlag mit und ohne serviert, den Christian Karlsson oft versucht kurz zu legen, es ist halt wichtig, dass er dann über den Tisch kommt, selbst wenn er etwas höher ist, dass er sauber in den Ball geht. Das sind jetzt genau die Dinge, um die es jetzt in dieser Phase des fünften Satzes geht.
Sehr guter Ballwechsel hier. Und wirklich auch richtig mutig gespielt von Patrick Franziska mit dem langen Aufschlag. Gut angefangen. Das ist schon Wahnsinn, wie gut auch Christian Karlsson auf die Bälle reagiert. Gut die Geschwindigkeit von Patrick Franziska mitnimmt. Und jetzt, auch wenn der Aufschlag ihm etwas halblang verunglückt ist, ist er da gewesen auf diesen Topspin von Christian Karlsson. Eigentlich gut gemacht. Klein wenig die Kante touchiert. Nur noch 9-7. Unglaublich. Das war richtig gut gespielt. Eigentlich von beiden. Aber nach dem Wechsel von Vorhand in Rückhand hat Christian Karlsson ganz große Winkel gespielt. Hier dachte ich eigentlich, das ist schon richtig gute Qualität im Ball. Aber dieser Ball setzt noch einen drauf, richtig weit rausgespielt. Das ist für einen Rechtshänder kaum zu retournieren. Ganz großer Winkel, 3 Matchbälle für Christian Karlsson, für Borussia Düsseldorf. Patrick Franziska kämpft sich weiter ran. Hat ein wenig Glück gehabt und hier kommt er wieder über den Tisch. Zehn zu 8. Im ersten Matchball hat er abgewehrt. Der war wieder etwas halblang rausgesprungen. Christian Karlsson wartet auf den Aufschlag. Und da hat er ihn. 11-8. Ganz, ganz wichtiger Sieg für die Borussen. Und Patrick Franziska hat sich wirklich nochmal zurückgekämpft. Faire Umarmung hier. Ganz, ganz enges Match immer zwischen diesen beiden. 3-2. Gewinnt Christian Karlsson gegen Patrick Franziska und bringt die Borussen damit mit 1-0 in Führung. Patrick Franziska hatte vielleicht den schlechteren, deutlich schlechteren Start in diesem fünften Satz. Da hätte er früher eben dranbleiben müssen. Hat sich nochmal richtig gut zurückgekämpft. Aber Christian Karlsson, vor allem aufgrund seiner sehr, sehr guten Reaktion auf einige Topspins von Patrick Franziska, unterm Strich glaube ich auch, der verdiente Sieger, ist natürlich ganz bitter für den FC Saarbrücken, die diesen Punkt so dringend gebraucht hätten. Denn wir wissen, gleich geht Timo Boll in die Box. Und das ist natürlich eine ganz schwere Aufgabe für Thiago Apollonia. Hier sehen wir nochmal, gut erwartet den Gegenspin. Da freut sich Christian Karlsson zu Recht. Hier nochmal auf den weichen Ball, diesmal gut nach vorne gekommen, aber die bessere Antwort trotzdem von Christian Karlsson. Und das ist die 1-0-Führung für Borussia Düsseldorf. Ich gehe mal runter zu Alex Mehl, da steht nämlich Christian Karlsson.